Dies ist das erste von mehreren Videos zum Thema Perlin Noise. Perlin Noise ist ein Algorithmus, der Zufallszahlen generiert, die in einem Verhältnis zueinander stehen. Der Name stammt vom Erfinder Ken Perlin, das ist ein Mathematiker, der den Algorithmus in den 80er Jahren erfunden hat, um Spezialeffekte zu generieren für den Kinofilm Tron. Dafür hat er damals den Oscar gekriegt. Mit Perlin Noise lässt sich künstliches Terrain generieren, zufallsgenerierte Hügel und Berge und Seen. Hier siehst du zum Beispiel eine Fläche mit verschiedenen Grautönen. Du könntest dir vorstellen, dass das eine topografische Oberfläche ist. Die ist mit dem Perlin Noise Algorithmus generiert. So etwas kannst du auch in P5 herstellen. Bevor wir das anschauen, möchte ich mit einigen Illustrationen zu illustrieren versuchen, um was es hier geht. Wenn du dir vorstellst, die Werte 0 und 1, ich zeichne hier zwei Linien dafür, oben 1 und 0, und alles, was dazwischen liegt, sind Werte zwischen 0 und 1. Wenn ich die Random-Funktion verwende in P5, dann kriege ich irgendetwas hier in dieser Bandbreite. Und wenn ich das zum Beispiel für jedes Frame in einer Animation tue, dann kriege ich immer wie für jedes Frame eine Zufallszahl. Diese Zahlen, die liegen hier aber wild verstreut zwischen diesen Werten 0 und 1 und haben keinerlei Zusammenhang. Also ich würde auf jedem Frame eine neue Zufallszahl kriegen, die nichts zu tun hat mit der letzten, des letzten Frames oder der nächsten auf dem nächsten Frame. Und dem gegenüberstellen können wir die Sinuskurve, die sich im Bereich 1 bis minus 1 bewegt und die sehr regelmäßig sich zwischen diesen Werten bewegt, und Werte zwischen 1 und minus 1 liefert. Und hier, wenn ich diese Werte verwende in einer Animation in P5 von einem Frame zum nächsten, weiß ich ganz genau, was als nächstes kommt. Entweder geht die Kurve rauf oder runter, und es bewegt sich immer zwischen 1 und minus 1 in ganz regelmäßigen Schritten. Und manchmal ist es aber auch nützlich, wenn ich nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Zum Beispiel, um eine Bewegung zu simulieren, eine natürliche Bewegung. Zum Beispiel, wie sich ein Ast an einem Baum im Wind bewegt. Das passiert nicht regelmäßig. Wenn das regelmäßig passieren würde, dann sähe es nicht natürlich aus. Und für so etwas lässt sich Perlin Noise einsetzen. Perlin Noise wird wieder Zahlen generieren, anders als die Sinusfunktion, nicht zwischen minus 1 und 1, sondern ähnlich wie die Random-Funktion zwischen 0 und 1. Es gibt aber auch eine Kurve, und da ähnelt es der Sinusfunktion. Nur ist diese Kurve nicht regelmäßig, sondern ich weiß nie, ob es rauf oder runter geht. Manchmal geht es in den Bereich von 1 hoch und dann geht es wieder runter. Und so entsteht eigentlich schon so eine Hügellandschaft, könnten wir als bergige Silhouette interpretieren. Oder wir könnten sagen, es sind Wellen im Wasser. Und wir wissen nie, ob es hoch oder runter geht, aber jeder Wert hängt mit dem davor vorhergehenden Wert oder mit dem darauf nachfolgenden Wert zusammen. Also ich kriege keine harten Ausschläge, die nichts miteinander zu tun haben, wie bei der Random-Funktion hier oben, wo ich nie weiß, wo die nächste Zahl zu liegen kommt, sondern ich kriege zusammenhängende Zahlen. Wenn ich mich zum Beispiel hier befinde, dann weiß ich, dass der nächste Wert, der kommt, der wird nicht weit davon entfernt sein, von da, wo ich jetzt gerade war. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob es jetzt runter oder rauf geht, also ob es höher oder niedriger wird. Und was speziell ist am Perlin-Algorithmus, ist, dass das nicht einfach nur eine eindimensionale Sache ist. Also hier, diese Kurve hier, die wäre eindimensional, das geht immer in eine Richtung. Es ist wie ein Weg oder ein Fluss, der hier mäandriert.
Aber ich kann es auch als Fläche kriegen. Und ich zeichne hier mal ein Rechteck und stelle mir vor, dass es hier eine Achse gibt, die nach oben zeigt. Das wäre die Y-Achse. Und eine Achse, die horizontal liegt, und das ist die X-Achse. Und hier sieht das Perlin Noise so aus, dass das wie eine Wasserfläche ist oder wie ein Textil, das auf einem Tisch liegt, aber nicht flach liegt, sondern es gibt hier Hügel drauf, aber die sind nicht wie bei einer Sinusfunktion ganz regelmäßig, sondern es gibt kleinere und größere, aber es wird nie höher als 1. Und je nachdem, wo ich mich befinde auf dieser Fläche, gehe ich einen Hügel rauf oder gehe wieder auf 0 runter. Ich stelle es mir ein bisschen wie eine Wasseroberfläche vor. Und es gibt nicht nur diese zwei Richtungen, also je nachdem, wo ich mich hier entlang bewege, kriege ich im Querschnitt dann so eine eindimensionale Kurve vielleicht. Oder wenn ich es versuche, auf einer Fläche abzubilden, dann kriege ich so ein Bild, wie hier bei Wikipedia. Aber es gibt nicht nur zwei Achsen, sondern es gibt auch drei Achsen. Also wenn ich das hier isometrisch darstelle, dann gibt es hier diese unregelmäßig verteilten Hügel auf dieser Fläche. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass es noch eine dritte Achse gibt, die Z-Achse, und dass unter dieser Decke noch eine weitere Decke liegt. Und dort gibt es auch diese Hügel, nur stehen die jetzt im Zusammenhang mit denen auf der Decke oberhalb. Also wenn es hier zum Beispiel unten links einen kleinen Ausschlag gibt, dann wird der hier ebenfalls zu sehen sein, nur ist er hier vielleicht größer geworden, wenn ich eine Etage nach unten gehe. Also ich kriege eine ähnliche Fläche wie die darüber liegende. Und wenn ich noch weiter runter gehe, dann habe ich wiederum eine ähnliche Fläche wie die, die darüber liegt. Aber auch nicht mehr ganz genau so, sondern es gibt einen Zusammenhang. Also ich werde das Terrain wiedererkennen, aber es hat sich wieder ein bisschen verändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Fläche darstelle in P5 auf meinem Canvas und mich über Zeit auf der Z-Achse bewege, dann kriege ich eine Animation, eine animierte Fläche mit vielleicht verschiedenen Grauwerten, die sich über die Zeit verändern und verschieben, aber nie schlagartig, sondern in einem gewissen Zusammenhang zueinander. Okay, so viel zu den Illustrationen. Im nächsten Video gibt es ein Beispiel in P5.